Der indische Ministerpräsident Narendra Modi hat bei seinem Besuch in Kiew ein Ende des Krieges gefordert. In Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky sagte Modi, er unterstütze die territoriale Souveränität und Integrität der Ukraine. Der Weg zu einer Lösung könne jedoch nur durch Dialog und Diplomatie gefunden werden. In diese Richtung sollte man sich bewegen, ohne Zeit zu verlieren, so der indische Premier. Sein Land sei bereit, zu allen Friedensbemühungen einen proaktiven Beitrag zu leisten. Modi bot an, als Freund zu fungieren, um zum Frieden beizutragen. In den Augen ukrainischer und indischer Behörden könnten durch den Besuch die wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen beider Länder wieder angekurbelt werden. Vor mehr als 6 Wochen war Modi nach Russland zu Gesprächen mit Wladimir Putin gereist. Indien verhält sich offiziell neutral zum russischen Angriff. Es trägt westliche Sanktionen gegen Moskau nicht mit.